Ein wichtiger Punkt ist, dass im Rahmen der Versammlung ein absolutes Alkoholverbot besteht für alle Versammlungsteilnehmer. Und ich bin schon darauf hingewiesen worden, dass die ersten mit einer Bierflasche unterwegs sind. Bitte einstellen. Genau, dann ist das Thema mit den Gummistiefeln, das haben wir bekannt gegeben, die dürfen nicht mit Steinen als Wurfgeschoss gefüllt werden, sondern nur mit Sand. Ich habe mich schon davon überzeugt, dass das ordnungsgemäß abgelaufen ist. Ja, ansonsten bin ich schwer beeindruckt, was hier aufgefahren worden ist. Wir sind eine ganze Menge Leute, ich denke, die Stimmung wird entsprechend ausfallen vom Ablauf her. Wird es jetzt so sein, dass da Johannes kurz anmoderiert. Ich habe schon gesehen, die beiden Minister, die Frau Siegesmund und Herr Hoff, sind schon anwesend. Oh, die Frau Keller auch. Ich bin jetzt, das hat mich völlig, bin völlig beim Socken. Ja, alles gut. Nur ein Landtagspräsident, das beruhigt mich. Genau. Ja, dann würden wir den Ministern das Wort überreichen, ob sie eine Münze werfen, wer zuerst den Ring stärkt oder ob sie das schon ausgemacht haben. Das überlassen wir Ihnen. Und es gibt noch eine Sache, auf die ich hinweisen muss. Ich sage, das kommt aus der Kategorie Jura Deutschland. Es gibt eine Verordnung aus dem Jahr 1991, die es nicht erlaubt, dass man Wappen ab einer Kundgebung zeigt. Und wir haben diese Wappen an Traktoren in Form von Fahnen und ich bin jetzt aufgefordert, euch zu bitten, diese Fahnen einzurollen und wieder niederzulegen. Hurra Deutschland. So, damit übergebe ich jetzt das Wort an den Johannes und dann wünsche ich euch viel Spaß heute. Hallo, auch von meiner Seite aus. Schön, dass ihr da seid. Ich muss feststellen, in der Vorbereitung, wir sind ja relativ locker, was das angeht, aber als ihr aufgefahren seid, das war schon ziemlich beeindruckend für mich und das hat mich auch ein bisschen angefasst, muss ich ehrlich sagen. Vor ein paar Wochen haben wir das erste Mal angefangen, eine Demo zu üben, habe ich damals gesagt. Wir kannten es ja nicht, wir wussten es ja nicht. Dann sind wir mal alle nach Berlin gefahren. Das war auch ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Und heute sind wir hier. Ja. Hauptgrund, warum wir hier sind, ist eigentlich, dass wir mitbekommen haben, dass die Konstituierungssitzung des Agrarausschusses ist. Das ist der eigentliche Grund, warum wir gesagt haben, okay, wir verlegen den offiziell für Deutschland für den 17. ausgehenden Termin auf heute. Ich weiß nicht, ob da was dran ist. Ich habe nur über Hörensagen gesagt, dass Sie heute vielleicht sogar noch einen Koalitionsvertrag unterschreiben wollen. Das wäre ja für uns auch sehr interessant, wo das Ganze passiert. Ich glaube, wir sind so flexibel, dass wir unsere Ausfahrt dann noch ein bisschen dorthin biegen könnten, dass wir vielleicht nochmal einen kleinen Hub absetzen könnten. Auch da muss ich sagen, all Männer, die das hier gebaut haben, Leute, Wahnsinn, wie ihr euch da rein gehangen habt. Ich glaube, der eine oder andere hat sich zu Weihnachten nichts anderes gewünscht als eine ordentliche Hupe für die nächste Demo. Ich bin wirklich, wirklich schwer beeindruckt. Dann würde uns natürlich auch interessieren, wenn das so ist. Ist es so? Ne? Soll das heute so passieren? Und mit welchem Ausgang soll das passieren? Das würde uns natürlich brennend interessieren. Und zunächst müssen wir ja aber erstmal unsere Forderungen und unsere Einstellungen, unsere Sorgen, unsere Nöte kundgeben und das wird für uns da Dr. Wagner tun. Also bei uns gibt es da keinen Verbandsbefehl oder sonst irgendwas. Wir wollen alle gemeinsam für unsere Sache kämpfen und die Zeiten sind vorbei, in denen wir uns irgendwie auseinander dividieren lassen können oder dürfen. Wir müssen das machen und wir machen das auch. Und wir sind froh, dass wir mit dem Bauernverband so gut zusammenarbeiten. Das ist eine tolle Sache bei uns. Und ich darf aus, das Wort über dir. Danke, Johannes. Also, eigentlich selbstverständlich ist und jedem bekannt sein sollte,
Ohne Landwirte gibt es nichts zu essen. Landwirtschaft ist kein Selbstzweck. Und diese einfache, zutreffende Aussage wird in Teilen unserer Bevölkerung vergessen oder schlichtweg ignoriert. Und Landwirtschaft, das ist nicht irgendwas, Landwirtschaft, das sind wir. Wir sind heute hier zum Landtag gekommen, um zu demonstrieren, dass wir für unsere Sache einstehen und dass wir über Lösungen reden wollen, Lösungen im Sinne einer guten Landwirtschaft. Und ins Gespräch zu kommen mit den Abgeordneten des neu gewählten Thüringer Landtages, wo sich der Agrarausschuss ja nachher konstituiert. Wir leben in einer Zeit, da wir für den Liter Milch im Supermarkt 73 Cent bezahlen. Der Landwirt bekommt davon 32,5 Cent. In der biologischen Landwirtschaft sind die Preise höher, aber gerade einmal 5% des Gesamtabsatzes an Lebensmitteln entfallen auf Bioprodukte. Und in diese 5% Nische können wir nicht alle hinein, passen wir nicht hin. In der Zeit vor Düngung und Pflanzenschutz hat ein Landwirt 10 Menschen ernährt. Damals hat die Menschheit oder der Verbraucher 50% seines Einkommens für Lebensmittel aufgewendet. Heute ernährt ein Landwirt 140 Menschen. Das heißt, wenn ich aufhöre zu arbeiten, oder Sie, dann sind abend 140 Menschen rechnerisch nichts zu essen. Wer kann das schon von seinem Job sagen? Und in dem Sinne müssen wir uns auch ehrlich machen, was unsere Arbeit angeht, auch ehrlich machen, was politische Vorgaben angeht. Und zur Ehrlichkeit gehört dann eben auch eine Transparenz für das Messstellennetz, für die Abgrenzung der roten Gebiete. Und da gehört dazu, dass eine Kritik einzelner Messstellen durchgeführt wird, die Messstellen überprüft werden auf ihre Qualität und auch die Ursachen für die Einträge von Nitrat ins Grundwasser untersucht werden. Denn wer wirklich sauberes Wasser will, wer es wirklich will, der muss die Ursachen kennen und da hilft es nicht ganz einfach und pauschal und einzig und allein die Landwirtschaft dafür verantwortlich zu machen. Das ist es nicht. Wir haben Messstellen, wo die Einträge aus anderen Quellen kommen. Und wir fordern auch in Thüringen, wie das in anderen Bundesländern praktiziert wird, eine Binnendifferenzierung der roten Gebiete, dass da, wo tatsächliche Belastungen vorliegen, dass es da Einschränkungen gibt, aber in Betrieben, die seit 15 Jahren einen N-Saldo von 25, 30 Kilo N pro Hektar haben, die eine sehr gute Arbeit leisten, dass die dort dann so weiterarbeiten können. Und es kann auch nicht sein, dass die roten Gebiete an der Landesgrenze aufhören. Ich weiß nicht, ob der Grundwasserkörper auch auf die Landesgrenze hört. Das bislang nicht, auch in Zukunft. Also das ist die Forderung, die wir haben, damit wir gemeinsam an Lösungen arbeiten für sauberes Wasser. Deswegen auch unser Motto heute, sauberes Wasser braucht saubere Politik, braucht ehrliche Politik und braucht transparente Politik. Und es soll uns dann auch keiner übel nehmen oder verärgert sein, wenn wir dann sagen, wir möchten mit denjenigen zusammenarbeiten, von denen wir in den letzten Jahren gemerkt haben oder die bewiesen haben, dass sie uns zuhören können. Dass wir gemeinsam an Lösungen arbeiten für eine wirtschaftliche Landwirtschaft, für einen lebenswerten ländlichen Raum und für eine umweltfreundlichere Lebensmittelerzeugung. Das können wir erreichen mit der Anwendung von unserem Wissen, mit der Anwendung von Forschung und mit der Anwendung von Technologie. Aber wir können das nicht von jetzt auf gleich, von heute auf morgen. Und wir können das erst recht nicht, wenn wir unter einer Auflagenflut erdrückt werden. Eröffnen wir das Gespräch jetzt mit den Ministern, nachher mit den Landtagsabgeordneten. Wie gesagt, wir wollen an Lösungen arbeiten, gemeinsam an Lösungen arbeiten für das Land und auch für den ländlichen Raum.
Vielen Dank, Herr Wagner, und danke, dass Sie heute hier sind. Sie haben mit hoher Wahrscheinlichkeit, jeder von Ihnen, eigentlich was anderes zu tun, als regelmäßig nach Berlin, wenn es keinen Spaß macht, sondern zum Demonstrieren nach Erfurt und nach Berlin zu fahren und auf Ihre Forderungen immer wieder hinzuweisen, weil Sie eigentlich jeden Tag Ihren Höfen gute Arbeit machen wollen und dafür einen fairen Preis bekommen wollen. Und insofern, diese Botschaft, die Sie heute senden, die kommt klar an, und das ist das Thema, das Herr Wagner, auch wir in der Landesregierung regelmäßig diskutieren. Und insofern bin ich tatsächlich dankbar, dass Sie bundesweit durch die Bewegung Landschaft Verbindung auf diese unmissverständliche Botschaft aufmerksam machen: Für gute Arbeit in den landwirtschaftlichen Betrieben muss ein fairer Preis von den Verbraucherinnen und Verbrauchern bezahlt werden. Und es muss ein Ende haben, dass Geiz ist geil das Hauptmotto in unserer Republik ist. Und insofern ist diese Botschaft klar angekommen. Herr Wagner hat die Frage gestellt, und das ist auch der Punkt, ob heute ein Koalitionsvertrag unterzeichnet wird. Hören Sie mich? Hört ihr mich? Ja, aber nicht. Das ist typisch für die Politik. Sie fragt, ob man gehört wird, und dann geht es danach sofort aus. Wollen wir es zusammenhalten? Okay. Ein Land, in dem, darauf habe ich hingewiesen, in dem Geiz ist geil lange Zeit das Hauptmotto war, und zwar von der Politik, aber auch von allen individuellen Verbraucherinnen und Verbrauchern, kann kein Konzept sein, von dem landwirtschaftliche Betriebe, egal wie groß oder wie klein sie sind, dauerhaft gut leben können. Und diesen Bewusstseinswandel, den müssen wir gemeinsam machen. Das ist etwas, was wir gesamtgesellschaftlich machen wollen und müssen. Das Zweite sind ganz konkrete politische Regelungen, die wir treffen können und treffen müssen. Und hier sage ich zunächst erstmal etwas, weil ich habe überhaupt keine Lust, Sie hier zu bequatschen, und ich werde keine Rede halten, die vor allem darauf abzielt, dass Sie mir Beifall zollen. Wenn Sie am Ende, wenn Sie mit irgendwas einverstanden sind und Sie einen Beifall machen, freue ich mich. Wenn Sie einen Widerspruch haben, haben Sie dafür Hupentriller, Pfeifen und so weiter. Und danach müssen wir aber weiter in die Diskussion gehen über das, was Sie stört. Weil heute geht es, glaube ich, nicht um Punkte sammeln auf Ihrer oder auf unserer Seite, sondern es geht darum, dass wir uns klar darüber austauschen, was ist und auf welchem Weg muss man gehen. Und ich glaube, Herr Wagner hat mich schon so weit kennengelernt, dass ich die direkte Auseinandersetzung und den Verein klare Aussprache nicht scheue, sondern dass das die Grundlage dessen ist. Ich sage aber auch, wir haben in einer ganzen Reihe von politischen Fragen, über die wir reden, Entscheidungen zu treffen, in der ich einfach sagen muss, die einfachste Antwort ist nicht immer die richtige, sondern manchmal ist es komplizierter, als es sich in einem Satz von der Tribüne auf einer Kundgebung zu Ihnen rüberwerfen lässt und Sie sagen, Mensch, na klar, das habe ich so noch nicht gesehen, sondern darüber muss man reden. Und wenn wir bei der Düngeverordnung sind, ich kann verstehen, dass die Düngeverordnung für Sie etwas ist, wo Sie sagen, und auf 100 andere Sachen kommt jetzt auch noch die Düngeverordnung drauf, merken die eigentlich, was bei uns in den Betrieben passiert. Ich kann diese grundsätzliche Haltung verstehen. Und dass Sie sagen, ihr müsst sehen, dass wir das Gefühl haben, als größere, als kleinere Betriebe, als Betriebe, wo der Eigentümer jetzt in Ruhestand geht, sich die Frage stellt, was kommt eigentlich am Ende für den Ruhestand noch raus, dass wir diese Haltung von Ihrer Seite als Politik sehen müssen. Da sage ich Ihnen, auch diese Botschaft ist klar angekommen. Wir müssen darüber reden, was Betriebe tragen können. Aber eine Position, die heißt, es würde nur ein ganz kleines Netz an Messstellen betrachtet werden und von 1600 Messstellen würde nur ein sehr geringer Anteil in diese Betrachtung eingezogen werden, muss ich Ihnen einfach sagen, die Position stimmt nicht. Es sind alle Messstellen einbezogen worden. Nicht nur die Sensiblen, es sind alle einbezogen worden. Bitte? Ich beweise Ihnen das gerne. Das mache ich total gerne. Und das ist ja auch an der Stelle, wo Klaus Wagner sagt, wir wollen, dass es diese Transparenz gibt. Und ich sage, es gibt überhaupt keinen Grund, die Transparenz zu scheuen. Ich will diese Transparenz. Ich will aber auch, und insofern bin ich für die Antwort, dann schafft Transparenz, schon dankbar, weil wir viel zu oft eine Situation haben, dass wenn ich Ihnen beispielsweise sage, es sind alle 1600 Messstellen einbezogen werden, viel zu oft die Reaktion ist, stimmt nicht.
Und insofern erstmal zu sagen, wir müssen uns, also wir beide jetzt, weil wir gerade drüber sprechen, wir beide müssen uns hinstellen, uns auf Basis von Transparenz anschauen, habe ich sie angeschwindet, wofür ich keine Grundlage habe und keine Notwendigkeit, weil ich auch weiß, Sie alle sind eh viel schlauer als ich alleine. Das heißt, wenn ich Ihnen nicht die Wahrheit sage, finden Sie es doch sowieso raus. Und insofern stehe ich hier und sage, es sind eben nicht nur kleine, sensible Messstellen einbezogen worden, sondern es ist das gesamte Messnetz einbezogen worden. Und trotzdem gibt es das eine oder andere Ergebnis, über das wir reden müssen und wo wir auch zwischen dem Landwirtschaftsministerium und dem Umweltministerium diskutieren, wo wir auch mal eine Kontroverse haben, was auch richtig ist und wo wir bei der Festlegung der Thüringer Verordnung für diese Düngeverordnung auch eine harte Auseinandersetzung zwischen dem Landwirtschaftsressort und dem Umweltressort führen werden, wie wir das in den vergangenen 5 Jahren auch gemacht haben. Aber auch in einer Regierung immer mit dem Ziel, sich miteinander zu verständigen. Und diese Verständigung darf nicht auf, zu ihren Lasten gehen, sondern die müssen wir gemeinsam auch tragen. Und deshalb sind wir auch mit den Verbänden auch zu diesen Fragen in einem permanenten Austausch, weil es gar nicht anders geht. Wir können nicht über mehr Demokratie, wir können nicht über Bürgerbeteiligung reden und dann die Verbände draußen lassen und Sie als Landwirtinnen und Landwirte draußen lassen und sagen, eure Haltung ist uns egal. So geht es nicht. Und insofern ist Transparenz, wie Sie völlig richtig gesagt haben, der erste Schritt, die Anerkennung von Fakten auf Ihrer Seite bezogen auf das Messnetz und auf unserer Seite bezogen auf die unmittelbaren betrieblichen Wirkungen für Sie. Ich sage aber auch 2 Dinge. Die Düngeverordnung ist nicht nur die Düngeverordnung, sondern sie ist auch ein Symbol, und da wiederhole ich mich, für das, was Sie thematisieren, immer noch eine Verordnung, noch eine Regelung und noch etwas obendrauf. Seht ihr eigentlich, was bei uns passiert? Und was wir an Schwierigkeiten in landwirtschaftlichen Betrieben haben. Ja, es wird gesehen und es wird vor allem gesehen, was Klaus Wagner nicht müde wird, immer wieder deutlich zu machen. Sie sagen, ein Landwirt ernährt 140 Leute. Ihre landwirtschaftlichen Betriebe sind das Rückgrat, nicht nur das ökonomische, sondern das strukturelle Rückgrat vieler Dörfer in unserem ländlichen Raum. Ohne sie gibt es diese Dörfer nicht. Und insofern ist der Einsatz für den ländlichen Raum ein Einsatz für den gesamten Freistaat Thüringen. Und da komme ich auf den jetzt Koalitionsvertrag, den wir fertig machen wollen, den wir heute nicht unterzeichnen, weil erstmal, so wie bei Ihnen in Ihren Strukturen im Bauernverband, wenn Entscheidungen getroffen werden, auch die Mitglieder gefragt werden, wird das auch in den 3 Parteien der Fall sein. Aber wir werden auch zum Thema Transparenz nicht verschweigen, wann er unterschrieben wird. Aber der in diesem Vertrag, und das war das, was Bodo Ramelow als Ministerpräsident für diese Wahlperiode das Wichtigste bei diesen gesamten Verhandlungen, und zwar egal mit wem er gesprochen hat, wichtig war. Er hat gesagt, der ländliche Raum in Thüringen muss im Mittelpunkt unserer politischen Arbeit in den nächsten 5 Jahren stehen. Warum? Weil sich die Politik, und da meine ich wirklich, ich verwende den Begriff nicht so oft, weil er so pauschal ist, aber die Politik hat sich über viele Jahre nicht nur in Thüringen aus dem ländlichen Raum zurückgezogen. Was waren denn die Beispiele davon? Bahnstrecken, die abgestellt wurden, Buslinien, die es nicht mehr gab, Schulen, die geschlossen wurden, sind Polikliniken, die geschlossen wurden. Die sind doch nicht nur Landwirtinnen und Landwirte, sondern sie sind Menschen, die im ländlichen Raum leben. Und insofern geht es darum, die landwirtschaftlichen Betriebe, ihre Arbeitsbedingungen, ihre Betriebsbedingungen, die fairen Preise und ihre Lebensbedingungen im ländlichen Raum zusammenzusehen und da was zu machen. Und dass wir stark in den ländlichen Raum investieren, dass wir Bahnlinien reaktivieren, dass wir uns um Mobilitätsangebote bemühen, die ihren Interessen und den konkreten Bedürfnissen vor Ort Rechnung trägt, dass wir in der letzten Wahlperiode schon die Entscheidung getroffen haben, dass keine Schule im ländlichen Raum mehr geschlossen werden soll. Da geht es um Arbeits- und um Lebensbedingungen für Sie im ländlichen Raum. Und das zusammenzudenken ist die Hauptbotschaft dieses Koalitionsvertrags. Und diese Botschaft, Land schafft Verbindung, ist auch angekommen und sie soll sich in dem politischen Handeln widerspiegeln. Ich sage aber auch, wir werden in der konkreten Frage für Ihre landwirtschaftlichen Betriebe auch in eine harte Diskussion kommen, weil ich schon, als ich im Präsidium des Bauernverbandes war, gemerkt habe, dass wir uns auf so einer Kundgebung, da sind Sie als Landwirtinnen und Landwirte, wir als Politik, zwischen Anja und Siegesmund und mir gibt es eine ganze Reihe von Gemeinsamkeiten und die eine oder andere politische Debatte, die wir diskutieren, weil wir in 2 Parteien sind, weil wir unterschiedliche Zugänge zu bestimmten Themen haben, weil das so ist. Aber wir wollen auch nicht so tun, als ob jenseits von bestimmten grundsätzlichen Zielen auf Ihrer Seite nicht auch deutliche, unterschiedliche Auffassungen in dem einen oder anderen Punkt sind, weil Sie zum Teil ganz unterschiedlich betroffen sind. Der Milchpreis betrifft auch nicht alle von Ihnen, sondern Sie
setzen auch unterschiedliche Schwerpunkte. Sie haben zum Teil richtig Streit untereinander. Mein Interesse ist nicht, den Streit unter Ihnen zu befördern, sondern ich will auch, dass wir uns klar haben, dass auf unterschiedliche politische Herausforderungen, die wir gemeinsam meistern müssen, auch auf Ihrer Seite nicht immer eine einheitliche Position besteht, sondern zum Teil manifeste Widersprüche, die Sie mal richtig handfest auch untereinander diskutieren und sich dann auch zum Teil auf einen Konsens einigen. Warum spreche ich das an? Weil es ganz oft eine Haltung gibt, in der gesagt wird, wenn die Politik einen Kompromiss findet, dann muss es immer scheiße sein. Nein, es ist das, was häufig das ist, was man gemeinsam durchsetzen kann und will und weiß aber, dass man auf dieser Grundlage schon die nächste Entscheidung vorbereiten muss. Und insofern will ich auch, dass wir miteinander diskutieren, weil den einen oder anderen Widerspruch, den Sie auch untereinander haben, den kriegen wir ja nur diskutiert, wenn wir hier nicht sozusagen frontalunterrichtsmäßig ich texte Sie zu auf einer Kundgebung führen, sondern wenn wir direkt im Gespräch sind und dieses direkte Gespräch auf Ihren Höfen, in welcher Runde Sie auch immer, der Dorfkneipe, die ich mit Ihnen gemeinsam erhalten will, wo wir das machen, ist mir Wurst. Aber ich will, dass wir in den nächsten 5 Jahren nicht mehr übereinander reden. Sie nicht über die Politik, ich nicht über die Köpfe der Landwirte hinweg, sondern dass wir gemeinsam miteinander darüber reden, was ist und wie wir vorankommen. Auf Basis von Transparenz, auf Basis von Ehrlichkeit und auf Basis der Akzeptanz, dass wir unterschiedliche Positionen an der einen oder anderen Stelle haben können, aber dass wir vor allem ein gemeinsames Ziel haben, einen lebenswerten ländlichen Raum, landwirtschaftliche Betriebe, die gut funktionieren, ein verändertes Verbraucherbewusstsein, bei dem es nicht um romantische Landwirtschaftsverständnisse geht, sondern darum, dass es hier um hart arbeitende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in landwirtschaftlichen Betrieben geht und um Selbstständige, die am Ende ihres Arbeitslebens zurückblicken wollen und sagen, ich habe faire Preise für gute Arbeit bekommen und will auch im Ruhestand davon gut leben können. Und wenn wir das zur Maxime unseres Handelns machen und uns dann auch noch gemeinsam einig sind, dass der Satz, der Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen nicht gegen die Landwirtinnen und Landwirte diskutiert wird, sondern nur mit ihnen gemeinsam zusammen, weil es auch, egal ob wir nun religiös geprägt sind oder nicht, wir mit der Schöpfung bewusst umgehen müssen und sorgsam, dann finde ich, ist das eine Grundlage, auf der wir miteinander reden können und müssen. Und insofern sehe ich diese Kundgebung heute als einen weiteren Punkt eines Gesprächs, dass wir nicht heute erst neu beginnen, sondern dass wir seit geraumer Zeit führen, dass wir immer wieder führen müssen und wo ich auch will, dass wir neben der lauten Hupe auch richtig Streit miteinander haben, aber dass wir uns dann auch freuen, wenn wir gemeinsam was durchgesetzt haben, weil auch Sie sagen, wir merken, unsere Botschaft ist heute, wenn sich eine Bewegung Landschaftsverbindung in Thüringen und bundesweit vorstellt, dass wir dann auf dieser Grundlage miteinander arbeiten und reden müssen. Es gibt für komplexe Herausforderungen nicht immer eine einfache Antwort. Aber wo es eine einfache Antwort gibt, soll man sie umsetzen. Und wo es komplizierter ist, müssen wir miteinander reden. Und dieses Miteinander reden, das fordern Sie ein, weil Sie sagen, es soll nicht über unsere Köpfe hinweg diskutiert werden. Aber dann nehmen Sie sich selbst beim Wort und führen Sie mit mir, mit Anja Sigismund und allen im politischen Raum dieses Gespräch. Weil nur über Reden und konkretes Machen in Ergebnissen kommen wir einen Schritt voran. Vielen Dank. Ja, lieber Herr Wagner, liebe Landwirtinnen und Landwirte, danke, dass Sie heute hier sind. 350 Trecker, sagte mir Herr Wagner gerade, sind hier. Das ist mehr als am 22. Oktober. Landschaftsverbindung und der Bauernverband haben ein wirklich starkes Zeichen heute hier vor dem Thüringer Landtag, wenn sich der Landwirtschaftsausschuss konstituiert. Und es ist ja nicht so, dass die Landwirte das erste Mal aufstehen und zeigen, so geht es nicht weiter, ihr müsst uns helfen, sondern erinnern Sie sich mal zurück, das ist ein gutes Jahrzehnt her, als insbesondere die Milchviehbetriebe überhaupt keine andere Lösung mehr sahen, als auf die Straße zu gehen. Und dass Sie in der Situation jetzt das tun müssen, ist Alarmsignal genug. Und das zeigt, denke ich, auch, dass Benjamin Hoff und ich heute hier sind, dass wir an Ihrer Seite sind und die Probleme, die Sie haben, mit Ihnen lösen wollen. Sie haben zu Recht, wie ich finde, heute diese Veranstaltung unter die Überschrift gestellt, saubere Politik wollen Sie genauso wie sauberes Wasser. Und wenn Sie mal da hinten ans Umweltministerium gucken, wo übrigens die Landwirtschaftsverwaltungsbeamten auch noch sitzen und wo man der Ansicht ist, gegenseitig Beton anrühren, gerade bei der Frage sauberes Wasser, das kann nicht die Zukunft sein.
dann sage ich Ihnen, es kommt eben genau darauf an, dass wir fair miteinander reden und fair miteinander umgehen. Ich jedenfalls bin dazu bereit. Und ich sage Ihnen das auch, weil ganz klar ist, dass wir an den zentralen Themen, die Sie, die uns umtreiben, nämlich die Zukunft des Landes, auf Sie setzen und Sie brauchen. Und einige davon hat Herr Hoff gerade angesprochen. Ich bin doch ganz sicher, jeder von Ihnen, der jetzt hier gefragt würde, würde auf die Frage, ja, willst du sauberes Grundwasser? Der ist ja mit einem Klammerbeutel gepudert, wenn da einer sagt, nein, das wollen wir doch alle gemeinsam. Und deswegen ist die Frage, wie kommen wir dahin? Und wir kommen dahin immer dann, wenn wir nicht gegenseitig Anwürfe pflegen, sondern uns an den Tisch setzen und Lösungen erarbeiten. Und es geht eben nicht um die Frage zu klären, dass die eine oder andere Messstelle Ihrer Ansicht nach nicht richtig eingestellt ist, das können wir gerne besprechen, sondern es geht um die Frage, wie lösen wir gemeinsam das Problem, das wir seit 30 Jahren an verschiedenen Stellen haben. Aber ich will, bevor ich auf die Frage Wasser eingehe, was anderes sagen. Ich glaube, dass wenn Sie hier stehen und sich in erster Linie über die Messstellen unterhalten wollen, eigentlich ein ganz anderer Grund ist, warum Sie hierher gekommen sind. Mal Hand aufs Herz. Wer von Ihnen ist wegen dieser Frage Messstellen heute hierher gekommen? Das möchte ich ja gerne mal sehen. Okay, alle. Okay, verordnet es alle. Ich glaube, Sie sind wegen einer ganz anderen Frage hierher gekommen. Ich denke, dass Sie wegen der Frage hergekommen sind, dass Sie keine vernünftigen Einkommensbedingungen haben. Ich denke, dass Sie wegen der Frage hergekommen sind, dass Sie der Ansicht sind, wir bekommen zu wenig Wertschätzung. Und Sie haben in beiden Fragen recht. Und ich will Ihnen versichern, natürlich muss es darum gehen, dass unsere Landwirte vernünftige Einkommen haben. Natürlich muss es darum gehen, dass es skandalös ist und man das auch als solches benennt, wenn Sie für einen Liter Milch nach wie vor nichts anderes bekommen als der Lohn, der eben genannt wurde. Und der ist nicht akzeptabel. Das ist der entscheidende Punkt. Ich rede gerne mit Ihnen über Messstellen. Ich rede gerne mit Ihnen über die Frage der Bioenergie. Das habe ich auch in der letzten Legislatur gemacht und denjenigen geholfen, die Sorge haben müssen, dass ihre Anlagen aus der Förderung fallen. Ich rede gerne mit Ihnen über die Frage, wie können wir was gemeinsam tun gegen das Artensterben, gegen die Tatsache, dass Ihre Böden letzten Sommer mehr als gelitten haben unter der immensen Trockenheit. Ich rede mit Ihnen über die Frage, was kann die Thüringer Fernwasserversorgung, was können wir dafür tun, dass Sie vernünftig wirtschaften können? Das sind doch alles Punkte, die wir in der letzten Legislatur miteinander besprochen und auch Lösungen gefunden haben. Und genau so bin ich doch auch bereit, sind wir bereit, ist diese Landesregierung bereit, mit Ihnen über die Frage zu reden, wie gelingt es uns besser, beim sauberen Grundwasser die Normen einzuhalten, die nun mal gesetzt sind. Und die sind zu Recht gesetzt. Und Ihre Fragen sollen beantwortet werden. Ich habe das in Paaren gemacht, im Landkreis Greiz. Und wir haben darüber geredet, was ist denn die Grundlage. Ich mache das beim Ortsverband in Altenburg erst vor einigen Wochen, wo wir genau über diese Fragen diskutiert haben. Und ich will das gerne weiter tun und lade auch entsprechend zur Veranstaltung ein und versichere Ihnen, wenn Sie mich einladen, wenn Sie uns einladen, stehen wir bereit. Und ich verstehe Ihre Beunruhigung, wenn die neue Düngeverordnung in Kraft tritt. Sie tritt, ist ja noch gar nicht in Kraft getreten. Sodass der entscheidende Punkt ist, dass ich Ihnen eben auch nicht nur abnehme, dass es Ihnen heute vor allen Dingen um Messstellen geht. Ich bin da gern bereit, mit Ihnen zu reden. Ich glaube, die Problemlagen gehen viel tiefer. Da bin ich auf genug Agrargenossenschaften gewesen in den letzten Monaten, um zu hören, was die wirklichen Probleme sind. Aber glauben Sie uns, gegenseitig Beton anrühren führt zu gar keinem Ergebnis. Sondern was hilft, ist miteinander reden. Was hilft, ist Transparenz schaffen, gern beim Messstellennetz. Was hilft, ist endlich ein Riegel vorschieben vor die Frage, dass unsere wertvollen Flächen aufgekauft werden von jenen, denen es überhaupt nicht darum geht, dass hier gute landwirtschaftliche Produkte erzeugt werden. Was hilft, ist also auch darüber zu sprechen, wie wir regionale Wertschöpfung im Land besser verankern können, wie wir viel mehr in Ernährungsproduktion auch insofern setzen, als dass wir nicht nur diejenigen sind, die bei der Weiterverarbeitung von unseren Produkten am Ende hinterherhinken, sondern da deutlich besser werden. Um regionale Wertschöpfung geht es und damit auch um Wertschätzung. Und genau das atmet im Übrigen auch der Koalitionsvertrag. Sie werden da die Formulierung finden, dass wir alle, das SPD, Linke und Grüne, gemeinsam eine zukunftsfähige Landwirtschaft wollen. Dass wir eine Landwirtschaft wollen, wo man
von seiner Hände Arbeit, und die ist hart genug, auch leben kann. Wo man übrigens guten Gewissens auch der nächsten Generation empfehlen kann, einen wunderbaren Beruf auch zu gehen, der hart genug ist. Deswegen sage ich Ihnen, erwarten Sie die Unterstützung, wir wollen die Ihnen auch geben, so wie wir das in der vergangenen gemeinsam mit den Verbänden, nicht gegeneinander, sondern miteinander. Ich glaube, das sollte auch die Überschrift sein, wenn wir den Koalitionsvertrag am Ende unterschrieben haben, werden Sie sehen, dass wir genau diese Punkte auch berücksichtigen. Uns geht es darum, dass Sie vernünftig produzieren können. Uns geht es darum, dass wir Transparenz und Klarheit über die Fakten haben. Uns geht es darum, dass wir die nächsten Schritte gemeinsam gehen können. Es geht überhaupt nicht darum, irgendjemand Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Es geht darum, dass Sie vernünftig arbeiten und leben können, dass Sie Ihre Aufgaben nicht nur erledigen können, sondern als Strukturstärke in dem ländlichen Raum, wo es nicht nur darum geht, am Ende zu wirtschaften, sondern auch gutes Leben zu ermöglichen, dass Sie da eine starke Stimme haben, und die wollen wir auch gemeinsam sein. Vielen Dank. Enteignung ist ein riesengroßes Wort, und es geht überhaupt nicht um Enteignung, und es ist falsch. Und ich würde mich freuen, wenn der Thüringer Bauernverband bereit wäre, die zum Teil, muss ich leider sagen, fachlich nachbesserungsbedürftigen Darstellungen zum Wassergesetz und der Frage, wie die Randstreifen förderfähig sind, nochmal zu korrigieren, sodass sie die Förderkulisse, die selbstverständlich auch besteht, nochmal übermittelt bekommen können. Auch dazu biete ich gern das Gespräch an. Erstens stimmt es nicht, dass es um Enteignung geht. Zweitens können Sie alle guten Gewissens vertreten, dass Sie sagen, wir tun was für sauberes Wasser, weil an genau dieser Stelle wir ein Modell entwickelt haben, übrigens gemeinsam mit den Verbänden, das Optionsmodell, was Ihnen die Wahl lässt. Und drittens gibt es selbstverständlich auch in übergreifender Ressortverständigung die Möglichkeit, die entsprechenden Flächen auch fördern zu lassen. Von daher, es ist Fake News, und verbreiten Sie das bitte nicht weiter, wenn Sie an dieser Stelle sagen, dass es sich um Enteignung handelt. Nochmal, auch an dieser Stelle hilft miteinander reden. Gut, ich mache den Job jetzt zwar schon 3 Jahre, aber ich muss noch ein bisschen was lernen, auch was Begrüßen angeht. Ich begrüße die Landtagspräsidentin aus Thüringen, Frau Birgit Keller, unsere ehemalige Landwirtschaftsministerin. Herzlich willkommen. Frau Siegesmund, Sie hatten jetzt das Wort Fake News in den Mund genommen. Ich möchte es jetzt hier nicht aus an dieser Stelle, weil wir da wirklich grundsätzlich anderer Meinung sind, und wahrscheinlich gehen wir von anderen Fakten aus, aber da muss man das dann deckungsgleich bringen. Und es ist in der Tat so mit den Gewässerrandstreifen jetzt, dass diejenigen, die Cooler-Programme drauf haben, diejenigen, die biotopreiches Cooler, also artenreiches Grünland haben, dass die jetzt aus der Förderung raus sind. Unsere Vorschläge lagen auf den Tisch, hat nichts genützt. Und das ist dann auch insgesamt, wenn wir Gespräche führen, gerne, dann haben wir auch ein Ziel. Und da muss am Ende des Tages etwas dabei herauskommen, ein Kompromiss, mit dem alle Beteiligten leben können. Es ist nie ein guter Kompromiss, wenn sich nur einer durchsetzt. Und zum Reden hatte ich schon etwas gesagt, dass man das also zu einem Ergebnis führen muss, denn uns läuft die Zeit davon. Es ist so viel Druck auf den Kessel, was die nächsten 2-3 Jahre auf uns zukommt. Es ist nicht nur die Düngerverordnung, es sind Pflanzenschutzmittel und andere Sachen. Das ist alles geeignet, um unsere Anpassungsfähigkeit, und wir sind ein anpassungsfähiges Völkchen, um unsere Anpassungsfähigkeit auf den Betrieben zu überfordern. Das gefährdet unsere Existenz, das fährt uns vor die Wand, uns gefährdet die Arbeitsplätze im ländlichen Raum. Und deswegen...
Und deswegen redet gerne, aber am Ende muss ein Ergebnis stehen und ein guter Kompromiss. Geht schon, alles gut. Ja, also kurz live, und zwar, es geht, wir dürfen gleich gehen zum Thema Transparenz. Ja, da habe ich einfach ein paar ganz klare Punkte, Dr. Hoff hat angesprochen. Und zwar, wir haben das inzwischen gesichtet, dieses ganze Thema, die gerade feststellen, Auswesen, Rotgebiet ist extrem komplex und kaum zu durchschauen. Ich habe es auch noch nicht bis ins letzte Detail verstanden. Ich habe aber verstanden, wir haben über 1600 Messstellen in Thüringen, die für dieses hydrogeologische Modell, dessen Namen ich jetzt nicht auf dem Schirm habe, kenne, die fließen dort ein. Aber es muss irgendwann mal eine Entscheidung getroffen worden sein, welche dieser Messstellen, und davon genau 9 Messstellen, nehmen wir für den Nitratbericht. Doch, es ist ja ein Nitratbericht geliefert worden nach Brüssel und dort sind 9 Messstellen. Wenn das nicht so ist, dann bitte einfach im Namen der Transparenz uns das so darlegen und darstellen. Die EU hat ja das moniert. Deutschlandweit waren es 162, 168 Messstellen. Dann hat man gesagt, Deutschland, das geht so nicht. Daraufhin hat man ja wiederum gesagt, gut, wir müssen es erweitern. Für Thüringen gibt es die Zahl 33 Messstellen. Es gibt vom Umweltministerium ein Dokument, da steht das so drin. So. Und letztendlich sind natürlich diese 1600 Messstellen in die Berechnung des Grundwasserkörpers eingeflossen. Aber nach der ersten Sichtung, und da haben wir natürlich die Messstellen rausgesucht, die halt einfach rot sind, und dann landet man automatisch sehr oft an den Kalihalten, die saniert worden sind, mit Klärschlamm. Da landen wir bei Mülldeponien, da landen wir bei Kläranlagen, da landen wir an Sachen, die nicht von der Landwirtschaft verursacht sind, ganz offensichtlich. Und da bitte ich Sie darum, nehmen Sie von diesen 1600 Messstellen alle Messstellen, die nicht landwirtschaftlich beeinflusst sind, heraus und messen neu mit Ihrem Modell. Und das ist ja noch nicht alles. Es gibt dann eine Karte der Grundwasserbelastung, die ist nicht deckungsgleich mit der Karte der roten Gebiete, weil man sich dann darauf beruht, dass man das dem Grundwasserkörper zuordnet und dann wird eben jemand, der halt in seinem Bereich 3 Brunnen hat, die grün sind, gehört zum roten Gebiet. Das darf nicht passieren, das kann nicht passieren und dann verlangen sie auch kein verständliches Verständnis dafür von uns. Und deswegen fordern wir ganz klar, nehmen Sie die Messstellen raus, die nicht landwirtschaftlich beeinflusst sind, die müssen Sie gesondert behandeln, die sind eine Eintragsquelle definitiv. Wir streiten auch nicht, dass die Landwirtschaft Einträge verursacht, aber wir sind definitiv nicht Hauptverursacher. Und nehmen Sie entweder das Modell und die dann daraus entstehenden Karten, das ist in meinen Augen, entspricht das der Binnendifferenzierung und machen Sie es nicht am Grundwasserkörper fest. Anzudeuten. Es wird eine Veranstaltung geben im Februar hier auf der Messe. Das ist auch schon mit Landschaftsverbindung mit dem TBV besprochen, wo wir maximale Transparenz herstellen und über nichts anderes reden als diese Frage der Messstellen. Und wir werden Ihnen die Punkte zeigen, wir können das gemeinsam durchgehen, aber fragen Sie sich doch mal selbst, welches Interesse sollte denn Politik daran haben, so selektiv, wie Sie es gerade genannt haben, vorzugehen und unseren Landwirten das Leben besonders schwer zu machen an diesem. Sie können das völlig lächerlich finden. Ich will Sie nur zum Nachdenken bringen. Sie kriegen ja Ihre Feindbilder offenbar mehr als genug an dieser Stelle. Wir machen das gerne transparent, dann gehen wir Messstelle für Messstelle durch und schauen, welche sind in welche Kategorie unterteilt worden. Und dann, wenn wir die Transparenz hergestellt haben, können wir gerne darüber reden, ob bei uns in Thüringen eine andere Binnendifferenzierung vorgesehen ist als in anderen Bundesländern. Also von daher sage ich Ihnen,
Lassen Sie uns doch solche fachlichen Fragen, das ist doch kein Thema für eine Demo, wo man quasi... wo man quasi Lösungen nicht in einer Runde gemeinsam erarbeiten kann. Lassen Sie uns das da vertiefen, wo das gut möglich ist. Kommen Sie zu dem Termin, den wir gerne veröffentlichen, auf die Messe und haben Sie Vertrauen, dass wir dann mit Ihnen gemeinsam eine gute Lösung finden. Ich glaube, dass hier doch gerade zwei Dinge gesagt worden sind. Von der einen Seite, wir wollen, dass ausgeschlossen wird, dass diejenigen Belastungen des Grundwassers, die nicht dem landwirtschaftlichen Betrieb zuzurechnen sind, dem landwirtschaftlichen Betrieb zugerechnet werden. Das ist das, was eindeutig als Position formuliert wurde. Und wir haben deutlich gemacht, Anja Sigismund hat das eben so gesagt, dass Sie sich gleich angegriffen gefühlt haben. Ich glaube, dass es gerade nicht darum geht, dass wir uns gegenseitig auspfeifen oder auslachen, sondern der entscheidende Punkt ist, Sie haben eine klare Forderung. Landwirtschaftliche Betriebe dürfen nicht belastet werden von Grundwasserschädigungen, die außerhalb der Landwirtschaft liegen. Das ist die Forderung, die Sie haben. Und Ihre Erwartung ist, dass das Ihnen deutlich gemacht wird, dass das nicht passiert. Die Botschaft ist klar angekommen. Anja Sigismund hat einen Ort genannt, wo genau das diskutiert werden kann. Und ich sage Ihnen jetzt nicht, haben Sie Vertrauen? Ich kann erstmal davon ausgehen, Sie haben keins. Aber wir können gemeinsam dafür sorgen, dass Sie vielleicht an dieser einen Stelle vielleicht wir liefern und Sie sagen, ich muss kein grundsätzliches Vertrauen zu euch haben, aber an der Stelle habt ihr uns gerade mal nicht beschissen. Das würde mir zumindest als Ausgangsgrundlage für das, was wir machen wollen, ausreichen. Ist es okay, ist das ein Deal, mit dem wir erstmal ausgehen können, dann haben wir ja schon mal was geschafft. Dankeschön, Dankeschön. Herr Professor Hoff, das war gerade eine schöne Bewerbungsrede für den Landwirtschaftsminister. Ich glaube, da hätten wir am wenigsten was dagegen. Ich habe noch ein paar Fragen an Frau Sigismund. Und bitte, ich möchte Sie jetzt nicht irgendwie vorkühlen oder sonst irgendwas, das sind wirklich Fragen, die mich beschäftigen. Ja? Ich weiß, Sie sind in Koalitionsverhandlungen, ich weiß, Sie möchten gerne das Landwirtschaftsministerium haben. Mit dem Landwirtschaftsministerium greifen Sie automatisch nach dem ländlichen Raum. In Thüringen leben über 80% der Bevölkerung im ländlichen Raum. Wo nehmen Sie das Selbstvertrauen her, mit 3, noch was Prozent auf dem ländlichen Raum gewählt zu werden und nach diesem Raum zu greifen? Es ist schon schwer vorzustellen, das irgendwie für sich selber auch zu legitimieren. Ja? Und die meisten Stimmen haben sie in den Städten bekommen. Und wenn ich sehe, dass hier, ich möchte niemanden persönlich angreifen, aber dass da Hunde, Rottweiler und was weiß ich was, ne, in 60 Quadratmeter Wohnungen gehalten werden. Ich glaube, um die müssen sich die Grünen mehr kümmern als um eine Hochleistungskuh in einem Laufstall bei uns. Ja, und so ein. Krank gefüttertes Hündchen, ja, was als Familienersatz dient. Ja. Das kommt ja auch oft vor hier. Ich glaube, denen geht es bedeutend schlechter als irgendeiner Muttersau, die unter ordentlichen Bedingungen gehalten wird und dort auch ihre Leistungen erbringt. Ich glaube, da müsste man sich ein bisschen mehr drum bemühen. Und es ist nicht so einfach, ich will populistisch werden. Ja. Aber es kann doch nicht sein, dass bei uns in Deutschland zum Beispiel Pflanzenschutzmittel verboten werden, in unserer großen EU, die aber trotzdem zugelassen werden. Ja. Die können die einsetzen. Das mag ja so sein, aber da muss doch normalerweise einer dafür sorgen, dass die so produzierten Lebensmittel, weil anscheinend stimmt ja irgendwas mit diesen Mitteln nicht, dass die nicht zu uns nach Hause kommen, dass die nicht hier reinkommen. Ja, wenn die dort nicht, nicht die gleichen Standards erfüllen, ja, wie bei uns, dürften die doch eigentlich hier nicht reinkommen. Und für mich persönlich, ich komme aus einer ganz, ganz armen Gegend von Thüringen, hier, das Armenhaus Europas, ja, auch genannt. Wir haben viel Weiterhaltung. Also dieses Mercosur-Abkommen, ja, das ist für uns ein absoluter Affront. Und ich verstehe nicht, da muss doch normalerweise jeder Grüne, egal ob aus der EU oder Deutschland oder Thüringen oder sonst wo, die müssten doch normalerweise im Dreieck springen, wenn Leute solche Sachen beschließen wollen. Jeder Politiker, der dort seine Unterschrift runtersetzt, der hat doch genauso ein Stück Regenwald angebrannt, ja, wie die Leute, die es praktisch da unten tun. Und wir müssen uns doch nichts vormachen. Das dort produzierte Fleisch, ja, das kann und wird auch nie unseren
normalen, also die wir sagen, Tierwohl und sonstiges Leben, erfüllen, das geht gar nicht. Ja? Und die, sie müssen doch irgendwie sicherstellen, dass wir zumindest halbwegs, wenn wir schon in der normalen Weltwirtschaft zurechtkommen sollen, dass wir zumindest halbwegs die gleichen Bedingungen bekommen. Ja? Und vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen, vielen Dank. Also ich bitte noch einen Applaus für Professor Hoff. Wir wollen doch gerade gesagt, und ich habe auch Interesse daran, dass es nicht gegenseitiges Beton anrühren in unterschiedlichen Kurs, sondern mehr Miteinander gibt. Das habe ich auch gerade gesagt. Und natürlich möchte jeder und jede Grüne, dass Mercosur so nicht kommt. Und wenn Sie sich auf Bundesebene das mal anschauen, dann gibt es eine Fraktion, die da sehr klar ist und sagt, das schadet unserer Landwirtschaft und das wollen wir im Bereich Ernährung nicht. Aber es gehört halt zur Realität auch dazu, dass seit 2005 bündnismäßig die Grünen auf Bundesebene überhaupt keine Verantwortung in Regierung getragen haben. Und wenn Sie Ihre Kritik Richtung Landwirtschaft auf die Bundesebene, also über Grüne in den Ländern an den Bund adressieren wollen, dann müssen Sie auch gucken, wer hat denn welche Entscheidung bitteschön getroffen. Und wenn ich mir angucke, wie die neue GAP-Reform aussieht und was da verhandelt wird, dann haben wir große Probleme, die auf uns zukommen, wenn wir nicht sehr klar machen, wir wollen, dass jeder Euro, der jetzt nach Thüringen fließt, auch weiter nach Thüringen fließt. Und diese Frage können wir nur gemeinsam lösen, indem wir unsere Kräfte bündeln. Und wenn ich mir angucke, wie Sie künstlich unser schönes Land in Stadt und Land sezieren, dann kommen wir auch nicht weiter. Weil ich sage Ihnen eins, in dem Moment, wenn jeder in den Zeitungen lesen kann, dass die Hälfte der kompletten EU-Subventionen in den Agrarbereich fließen, dann muss man sich auch damit auseinandersetzen, wofür wird das Geld ausgegeben und wie viel kommt eigentlich bei uns dafür an. Und wir wollen doch, dass Sie an dieser Stelle dieses Geld auch nutzen können, um gut zu wirtschaften. Und das ist... Bitte was? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich möchte, dass Sie fair verdienen und dass das derzeit nicht der Fall ist. Und deswegen finde ich es ja auch richtig, dass Landschaft Verbindung richtigerweise nicht nur zur Agrarministerkonferenz unterwegs ist oder auch zur Umweltministerkonferenz in Hamburg war, sondern ganz deutlich macht, es muss sich etwas ändern. Am System muss sich etwas ändern. Daran will ich gerne mitwirken und will auch dabei unterstützen, für die Dinge, die auf Bundesebene beschlossen wurden, hier Lösungen zu finden, sodass sie vernünftig wirtschaften können. Ich finde, der Koalitionsvertrag, den wir jetzt geschrieben haben, der gibt dafür einen sehr guten Rahmen vor. Und ich hoffe auch, dass wir in diesem Sinne gemeinsam im Dialog die Probleme, die wir haben, lösen können. Ich stehe jedenfalls dafür bereit. Vielen Dank. Also, Sie tragen ja offenbar schwer im Herzen mit der Frage, wie wird die politische Konstellation in Zukunft aussehen. Noch ist in Thüringen überhaupt nichts entschieden. Wir sitzen am Text und verhandeln vordergründig Inhalte. Ich habe jetzt mehrfach betont, dass nur im Miteinander die Chance liegt, auch die Herausforderungen, die es derzeit gibt, zu lösen. Faire Verdienste müssen das an erster Stelle stehen. Transparenz stellen wir auch an erster Stelle. Wir haben gerade angeboten, diese Veranstaltung zur Frage Messstellen zu machen. Ich bin auch gern bereit, alle anderen Themen, die Sie haben, zur Frage, was ist Kulak förderfähig, was nicht, wo gibt es Regelungslücken, wo müssen wir nochmal ran, was ist in Zukunft das Entscheidende, mit Ihnen gemeinsam im Dialog zu lösen. Und genau darum geht es, sich gemeinsam hinzusetzen und vernünftige Politik für unsere Strukturen in Thüringen zu machen. Das treibt mich um und das ist auch die Antwort auf Ihre Frage. Eine letzte Botschaft noch. Sie haben ganz klar erkannt, dass das Thema Thüringen nicht das einzige Thema ist. Das ist das absolut brennende Thema. Da steht wirklich was ganz Dramatisches im Raum für uns. Deswegen steht das hier auf der Agenda. Das ist im Grunde nicht alles. Das, was auf der Agenda steht, ist gar nicht mehr frei vorzutragen. Da braucht man eine Liste dafür. Und das könnte im Jahr 2020 erfolgen. Die ganz große Gefahr ist einfach, dass wir Einkommen verlieren
und es werden die Kriege öffnen und wir werden einen Strukturwandel erleben, den wir so noch nicht haben. Und an diesem Strukturwandel wird die Landwirtschaft nicht teilhaben. Das sind genau diese Personen, die wir angesprochen haben. Und das darf nicht passieren. Und dafür werden wir dann auch die Verantwortung tragen, wenn wir nicht Wege gemeinsam finden. Gut, wir haben unsere Politiker gehört und ich denke, unsere Botschaften sind auch angekommen vor der beeindruckenden Kulisse, die wir heute hier geschaffen haben. Nach dem, was ich gehört habe, sind es 350 Maschinen, mit denen wir heute hier sind. Das ist mehr als im Oktober in Erfurt. Das ist mehr als im Oktober der Ehering störte. Naja, ich habe es in die andere Hand genommen, das stört nichts mehr. Also, vielen Dank für dieses Engagement und diese Mobilisierung, dass wir alle hier sind. Wir werden das auch gemeinsam nachverfolgen, was wir heute von den Politikern, also von Frau Sigismund und vom Herrn Hoff gehört haben, dass wir das kontinuierlich weitermachen und auch für unsere Interessen dann eintreten und dass wir, wie gesagt, zu Lösungen kommen, mit denen wir arbeiten und auch leben und wirtschaften können. Und in nächster Zukunft, Frau Sigismund hat das ja auch angekündigt, wird es eine Diskussion über ein Agrarstrukturgesetz geben, in das wir uns dann auch insgesamt alle wieder einbringen müssen. Jetzt muss ich mal fragen, Planung der, dann macht jetzt der Heubach weiter. Jawohl. Also jetzt haben wir die ersten Politiker gehört, wir haben uns ein Bild durcheinander gewürfelt aufgrund ihres engen Zeitplans. Wir erwarten dann gegen 14 Uhr dann die Abgeordneten aus dem Agrarausschuss, bis da haben wir jetzt noch eine Stunde Zeit. Wir haben natürlich unsere Mahnkreuze, stehen schon welche, die werden wir jetzt schön zelebrieren und aufstellen. Ich würde euch bitten, diese zu nehmen und ich schreite voran. Die werden wir vorne auf der schönen Parkfläche aufstellen und jeder, der ein Mahnkreuz aufstellt, der neben dieser schönen Anlage mit, hat die Möglichkeit dann einfach auch nochmal zu sagen, warum er dieses Kreuz aufstellt und was ihm gerade querläuft.